mit bahnbrechenden Lösungen und außergewöhnlicher Schweizer Präzisionsarbeit hat Leica Geosystems ein Jahrhundert lang Mess- und Positionierungstechnologien neu bestimmt und revolutioniert diese auch weiterhin. Heute vertrauen Fachleute im Städtebau, Hochbau, Infrastruktur, öffentliche Sicherheit und Fertigung weltweit auf die präzisen Instrumente, die hochentwickelte Software und die zuverlässigen Dienstleistungen von Leica Geosystems, um räumliche Informationen zu erfassen, zu analysieren und zu präsentieren. Und hier in Herbruck in der Schweiz hat alles angefangen. Was vor 100 Jahren als Wild Herbruck begann, ist heute Leica Geosystems, Teil von Hexagon, einer weltweit anerkannten Marke, gegründet von Robert Helbling, dem Vermesser und Entdecker, Jakob Schmidt-Heini, dem Unternehmer, und Heinrich Wild, dem Ingenieur, der den T2, den ersten wirklich tragbaren Theodolit der Welt, konstruierte. Nur wenige Jahre später entwickelte die junge Fabrik Wild Herbruck einen A2-Autographen, begann mit der Produktion des legendären Wild N3 Präzisionsnivelliers und stellte ihre erste Luftbildkamera, die C2, vor. 1932 wurde die Stereometerkamera Wild C12 auf den Markt gebracht. Jahrzehntelang waren unzählige solche Geräte bei den Polizeidienststellen im Einsatz. In den späten 1930er Jahren wuchs die Fabrik weiter, um den Bedarf der Schweizer Armee an besseren optischen Instrumenten zu erfüllen. 1942 stieg Wild Herbruck mit hochwertigem Präzisionsreißzeug aus rostfreiem Stahl in den Markt ein. Bald darauf wurden die ersten beiden Labor- und Forschungsmikroskope, das M9 und das M10, auf den Markt gebracht. In den 1960er Jahren, zur Zeit des Weltraumwettlaufs, stieß Wild Herbruck zu neuen Horizonten vor, in der Satellitengeodäsie. Mit der ballistischen Kamera BC4 war es erstmals möglich, ein präzises geodätisches Weltnetz aufzustellen. Und so ging der Wettlauf um Innovation und Qualität weiter. Elektronische Entfernungsmessgeräte wie das Wild DI50 revolutionierten die Vermessung. 1985 brachte Wild Herbruck in Zusammenarbeit mit der Magnavox Corporation den ersten GPS-Empfänger für die Vermessung auf den Markt, den Wild WM101. 1993 führte das Unternehmen unter der Marke Leica Disto eine völlig neue Technologie zur handgehaltenen Distanzmessung ein. Und im Jahr 2001 übernahm Leica Geosystems die kalifornische Sierra Technologies, erweiterte damit sein Portfolio um das 3D-Laserscanning. Diese wegbereitenden Innovationen an der Schwelle zum digitalen Zeitalter lassen Leica Geosystems weithin den Takt für präzises, zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Messen vorgeben. Die erste Adresse weltweit für Vermessungsinnovation. Im Jahr 2005 wurde Leica Geosystems Teil von Hexagon. Und auch heute, 100 Jahre nach der Gründung, lebt derselbe Innovationsdrang, gepaart mit dem Sinn für Unternehmertum und der Hingabe zur Qualität, im Geiste der Gründer weiter. Leica Geosystems gestaltet weiterhin die Welt und beflügelt Hexagon, den Weg für eine autonome Zukunft zu ebnen, in der unsere Technologien die reale Welt erfassen und als digitalen Zwilling zur Verfügung stellen. Eine Zukunft, in der Daten vollumfänglich genutzt werden, damit Wirtschaft, Industrie und Menschheit nachhaltig gedeihen können. Leica Geosystems. When it has to be right.